Hallo Leute, mein Name ist Peter Sobota, Nummer 1 Weltergewicht in Deutschland, UFC-Kämpfer und BJJ-Schwarzgurt unter Dean Lister. Und ich bin heute hier, um mit dem neuen Phoenix Grappling Dummy von Phoenix Gude Sports zu trainieren und euch ein paar Möglichkeiten fürs Training zu zeigen. Es gibt zwei gute Gründe, sich so einen Grappling Dummy anzuschaffen. Zum einen kann ich hier Aktionen mit voller Härte ausführen, beispielsweise Ground and Pound oder auch Submissions durchziehen. Und zum anderen, wenn ich einfach keine Trainingspartner habe, kann ich zumindest mit ihm hier meine Drills machen. Mein liebstes Training am Dummy ist das Ground and Pound Training, weil ich hier den Vorteil habe, dass ich mit voller Härte zuschlagen kann und es trotzdem eine gute Simulation von meinem Gegner. Beispielsweise den Armbar, aber auch Triangles und Kimuras. Ich kann sehr viele Positionen, Transitions und Submissions trainieren und simulieren an diesem Grappling Dummy. Also wir gehen beispielsweise in die Turtle Position, attackieren mit Schlägen, switchen um in den Seatbelt Griff, von hier aus schnappe ich mir den Rücken und kann hier hervorragend meine Squeezes, meine Rear-Naked Chokes trainieren. Ich kann richtig zuziehen, wechseln, zuziehen, aber auch von hier wieder die Position wechseln, weiter arbeiten und mit Schlägen. Ein hohes Tempo fahren, eine hohe Intensität, eine hohe Härte, sowohl bei den Submissions als auch bei Schlägen, so wie es mit meinen Trainingspartnern niemals möglich wäre. Ich habe meinen Trainingsdummy gerne. Er ist mein treuer Trainingspartner. Er beschwert sich nicht, wenn ich ihn hart schlage. Und er ist auch da, wenn sonst keiner auf der Matte ist.